So, die Mayo zu den Pommes. Da werde ich gleich loslegen. Da muss ich mich dann filmen lassen, weil das kriege ich nicht hin, gleichzeitig das tolle Handy zu benutzen und hier den Schneebesen zu schwingen, weil da muss man die Schüssel ja ordentlich festhalten. Aber wie gesagt, das ist simpel, wie es nur geht, ne? Viele machen es noch nicht, denke ich mal, weil das aus Bequemlichkeit ist. Aber ich meine, so ein Schraubglas aufzumachen, da die Mayo rauszuholen, das dauert jetzt vielleicht nicht so lange, wie man die Mayo, wenn man sie Mayo selber macht. Aber ich meine, ich könnte jetzt darüber sinnieren, was in der Mayo tatsächlich drin ist, wenn man sie fertig kauft. Das möchte ich jetzt nicht machen, nicht, dass hier einigen noch der Appetit vergeht auf Mayo. Also ich mache sie seit Jahren nur noch selber, wenn ich sie dann mache, ne? Quasi seit ich die Ausbildung angefangen hatte und beendet habe. Weil gewisse Dinge wissen die Käufer eigentlich gar nicht, ne? Das ist wirklich gruselig teilweise, was so in den Lebensmitteln drin ist, ne? Und was man vermeiden kann, sollte man vermeiden. Und es gibt auch viele Sachen, die ich, sag mal, bewusst ignoriere, was so ein Essen drin ist, aber wenn es um die Kinder geht, dann mache ich da keine halben Sachen eigentlich, ne? Gut, Mayo, was ist drin? Senf, Eigelb, ne? Essig, wenn man möchte, man kann auch Zitronensaft nehmen, das ist gehoben wie geschoben. Zucker, um den Essig, das Essig ein bisschen auszugleichen, ne? Dann Salz, Pfeffer machst du zum Schluss rein. Wenn es jetzt ein Kartoffelsalat wäre, wäre es jetzt ja kein Essig unbedingt, sondern Gurkenwasser. Aber jetzt in der Mayo macht man klassisch ein bisschen Essig oder Zitronensaft rein. Ne? Jo, und dann legen wir gleich los. Ist der Anfang von der Mayonnaise. Unterm Licht müsste man es besser sehen. Hier versucht es mal einzufangen. Das Eigelb ist wirklich gelb, ne? Das ist nicht mehr orange. Ja, durch diese ganzen Zusatzstoffe, was so den Hühnern bei Bodenhaltung auf jeden Fall beigemischt wird, sind die Eigelbs immer orange. Ne, da kannst du ja nicht verhindern. Ne? Bei Freilandhaltung bin ich mir nicht sicher, da wird es teilweise gemacht. Bei Biohühnern darf es nicht sein. Ne? Also die Schale bei Bio-Eiern ist auch richtig fest, ne, weil die sehr viel Kalk enthalten. Und da ist das Eigelb wirklich gelb und nicht orange. Ne? Und dementsprechend ist es natürlich, man sieht es, das Ei haben wir hier von dem Nachbarn bekommen. Hat ein paar Eier spendiert. Wunderbar, ne? So, Mayonnaise. So wie man sie machen sollte. Kein großer Zauber. Erstmal muss man Eigelb und Senf ordentlich verrühren. Ja, Senf erhöht die Bindung von der Mayo. Man könnte das auch einfach ohne Senf machen, aber Senf gibt auch immer Geschmack, ne? Und ist auch gesund und lecker. Also quasi hat man hier nur Vorteile. Ne? So, und dann ist ganz wichtig, am Anfang nur wenig Öl reinzumachen. Ja, sonst schmiert die Mayo ab. Man kann das auch nur an einer Stelle erstmal verrühren, die wenigen Öltropfen. Da macht man jetzt dezent Öl rein. Wenn man die Bindung erreicht hat, dann pfeffert man das Öl ordentlich rein. Aber am Anfang, wie gesagt, langsam bleiben. Ne? Je mehr Öl man reinmacht, tatsächlich in eine Mayonnaise, desto fester wird es auch. Ne? Also, ich meine, wir haben in der Ausbildung haben wir eine Mayo gemacht, die war so fest, die hättest du an eine Tapete schmeißen können, die wäre nicht runtergegangen. Ne? Aber die hat geschmeckt, unfassbar. Ne? So, jetzt sieht man schon, dass die Bindung stärker wird. Und da kann man hier ordentlich einen reinpfeffern. Ne? So. Und bei Mayonnaise ist es so wie bei allen Produkten mit Rohei, die kannst du nicht Ewigkeiten aufheben. Ne? Also ich sag mal so, einen Tag im Kühlschrank kannst du sie noch lassen, beziehungsweise sollte man lassen, wegen Salmonellen und so weiter, weil die Entwicklung natürlich von den Salmonellen sehr steil geht, gerade wenn die Mayo, die Frischmayo an der warmen Luft steht. Wenn man das selber macht, dann sollte man ihn unbedingt kühlen. Ja. Das ist natürlich beim Fertigprodukt nicht der Fall. Weil da kannst du das Zeug auch draußen stehen lassen, das spielt keine Rolle mehr. Hier bei der Frischmayo natürlich nicht. So, bist du drauf? Jetzt sind wir mit dem Öl soweit durch.
brauchen nicht so viel Mayo. Na, da wir ja Pommelschranke machen. So, jetzt nehme ich ein bisschen von unserem eigenen Apfelessig tatsächlich. Ich will hier keine Werbung machen, aber das ist gerade greifbar. Ja, da machen wir auch nicht so viel rein, so dass es ein bisschen Geschmack gibt. Ne? Ich werde noch mal zur Sicherheit vorher noch ein bisschen Öl reinmachen. So. So, jetzt ist das natürlich steif wie Tapetenkleister, das Ganze. Das schmeckt dann auch nicht auch nicht toll. Und sieht auch nicht gut aus. Deswegen machen wir ganz, ganz wenig Apfelessig rein. So. Was am Ende auf jeden Fall rein muss, ist Zucker. Wegen der Säure jetzt. Wir machen ein bisschen Salz rein. Und was wir noch reinmachen, ist Pfeffer. Aber auch nicht zu viel. Ja, sollen ja Kinder essen. Und von daher war es jetzt schon. So, Zucker kommt dann gleich später rein. Das war es dann erstmal. Also das ist der ganze Trick mit der Mayo. Ne? Das war es dann. Stopp.